Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute bei der Festveranstaltung des Schöller Forschungszentrums für Wirtschaft und Gesellschaft hier begrüßen zu dürfen. Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt eindrucksvoll Ihr Interesse und Ihre Wertschätzung für unsere Preisträger. Freuen Sie sich auf herausragende Forscher und Persönlichkeiten und auf spannende Forschungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern und Praxispartnern vor Ort bearbeitet werden. Ich begrüße ganz herzlich unsere diesjährigen Preisträger, deren Projektideen wir fördern wollen. Herzlich willkommen. Herrn Bullinger, den wir mit einem Ehrenpreis auszeichnen wollen, möchte ich ebenfalls herzlich begrüßen, sowie natürlich unsere Grußwortsprecher, Herr Beckstein, Frau Osterloh und Herrn Gerhäuser, der in der Laudatio für Herrn Bullinger sprechen wird, ebenfalls ganz herzlich. Zudem sind zahlreiche bisherige Preisträger erschienen, darunter auch Professor Diamantopoulos, der uns am Ende einen kleinen Einblick geben wird in seine Forschungen. Auch Sie herzlich willkommen. Hier sind weiterhin zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften und wir haben eine ganze Reihe von Ehrengästen. In der Tradition haben wir es uns angewöhnt, hier in Form eines bildhaften Grußes alle unsere Ehrengäste mit zu begrüßen. Wir begrüßen also zahlreiche Vertreter der Gerichtsbarkeit, der Politik, der Kunst und Kultur, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Schöller Stiftungen. In all den Jahren konnten wir an dieser Stelle stets Frau Schöller begrüßen. Doch leider verstarb Frau Schöller Anfang des Jahres im Alter von 89 Jahren. Wir haben damit eine langjährige Freundin und großzügige Förderin verloren. Wir möchten daher zu Beginn der Veranstaltung gerne ihrer gedenken und haben dazu aus den verfügbaren Aufzeichnungen der vergangenen Jahre einen kleinen Film zusammengestellt. Den Anspruch auch gehabt, dass das, was geforscht wird, was in der Ökonomie geforscht wird, aber auch was in der Medizin geforscht wird, nicht losgelöst von den Grundregeln unserer Ethik, von den Grundregeln des Sozialen, des Anstands, der Menschenwürde geleistet wird. Und das ist auch was, dem sich die Stiftung verschrieben hat, dieses zusammenzubringen, die Stiftung Wirtschaft und Gesellschaft zumal, aber auch ihre Engagements in der Medizin. Gerade die Altersmedizin ist ja ein Punkt, wo ethische Fragen relativ schnell sich stellen, wenn man sich tiefer damit befasst. Und es ist Ihrer Unterstützung zu verdanken, dass wir in diesem breiten Feld weitergekommen sind. Unternehmen oder deren Gründer eine Stiftungsrolle übernehmen, wie dies vorbildlich bei den Schöller-Stiftungen der Fall ist, handelt es sich um gesellschaftliche Signale, die deutlicher als die übliche Rhetorik von sozialer Verantwortung und Unternehmenskultur erkennen lassen, wie ein Unternehmen, zumal ein erfolgreiches Unternehmen, seinen Ort in der Gesellschaft definiert. Hier geht es nicht um den Nachruhm der Stifter, sondern um den erklärten Willen, eine Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und der Allgemeinheit, dem kulturellen System, in dem der eigene Gewinn erwirtschaftet werden konnte, etwas zurückzugeben.
verehrte Frau Schöller. Liebe Frau Schöller. Liebe Frau Schöller, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, thank you again. Herzlichen Dank. Thank you. Ja, den Ersten, der jetzt ein Grußwort sprechen wird, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, denke ich, brauche ich hier in dem Raum nicht vorzustellen. Was aber vielleicht einige nicht wissen, er war von Anfang an im Schöller Forschungszentrum aktiv, hat uns wertvolle Impulse gegeben und ist mitbeteiligt bei der Auswahl der Preisträger. Er ist auch Repräsentant der Schöller Stiftungen und in dieser Eigenschaft hatten wir ihn gebeten, hier zu uns zu sprechen. Herr Beckstein, Sie haben das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei Ihnen, Herr Professor Amberg, und bei all denen, die verantwortlich sind für diesen kurzen Film, der das Lebenswerk von Frau Schöller wiedergegeben hat, bedanken. Es ist ein sehr würdiger Film, ein sehr schöner Film, der auch herausstellt, was Frau Schöller selber wichtig gewesen ist. Ich habe hier die Ehre, im Namen der Schöller Stiftung ein kurzes Grußwort zu sprechen. Frau Schöller ist kurz vor ihrem 90. Geburtstag, wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag verstorben. Das war nicht nur die Frau eines großartigen Unternehmers, sondern es war selber eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit. Wir selber kennen Familie Schöller seit Ende der 60er Jahre, habe viele Besuche in der Firma. Und erinnere mich noch, dass in dem großen Arbeitszimmer ein Schreibtisch von Herrn Schöller war und wenige Meter entfernt der Schreibtisch von Frau Schöller. Man konnte kein Gespräch mit Theo Schöller führen, ohne dass Frau Schöller das mitgekriegt hat und sich immer wieder eingeschaltet hat. Und Theo Schöller war auch unheimlich stolz darüber, dass er alle Fragen, auch der Firma, unternehmerische Entscheidungen ganz eng mit seiner Frau abgestimmt hat, sodass in der Tat die Firma von Theo und Friedel Schöller geleitet wurde, obwohl rechtlich nur Theo Schöller der Vorstand war. Nach dem Tod von Dr. Theo Schöller war es das ganz große Anliegen von Frau Schöller, die Grundanliegen weiterzuführen. Und das ist selbstverständlich, dass Schöllers immer an sich extrem hohe Ansprüche gestellt haben. Das war auch der Hintergrund, wie Herr Schöller gemerkt hatte, dass in schwieriger wirtschaftlicher Lage er nicht in der Lage gewesen ist, selber das Unternehmen in der ersten Reihe deutscher Unternehmen weiterzuführen, dass er dann das Unternehmen verkauft hat und in Erlös in Stiftungen eingebracht hat. Die Grundüberlegung, die dabei war, heißt, er hat durch zufriedene Kunden viel Geld verdient. Und er wollte dieses Geld wieder für die Menschen in der Region, für die Menschen in Deutschland nutzbar machen. Es ist ihm nicht in erster Linie darum gegangen, Vergangenheit zu bewahren, sondern es ist ihm darum gegangen, Zukunft zu gestalten. Und das ist ja auch die Aufgabe der Schöller Stiftungen, wo die Vorstände, Herr Hattenberger und Herr Hechtl und der Stiftungsrat sich intensiv darum bemühen, wie kann man dem Grundanliegen der Familie Schöller gerecht werden. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte, dass Zukunft kann man dadurch sichern, dass man Ausbildung gut gewährleistet. Und der Gesamtbereich der Ausbildung ist eine ganz, ganz wichtige Säule der Förderung der Schöller Stiftungen. Da geht es an bei der Frage Förderung der Theo Schöller Hauptschule in einem schwierigen Stadtteil, wo es darum geht, in einer Schule mit hohem Migrantenanteil überdurchschnittliche Leistungen zu erzielen. Und jeder, der die Schöllers gekannt hat, weiß, dass der Begriff Leistung eine ganz besonders hohe Rolle gespielt hat.
Während heute normale soziale Techniken im Vordergrund stehen, waren wir damals ganz klar als jemand, der vom Leiterwagen ein Weltunternehmen aufgebaut hat, der selber an sich große Anforderungen gestellt hat, aber auch an die Umgebung. Jeder, der mit Schöllers zusammengearbeitet hat, weiß, dass es nicht immer ganz einfach war. Aber es war dann ganz großartig, wie Frau Schöller gesagt hat, wir wollen ganz besonders in Ausbildung investieren. Die Möglichkeiten, die wir über die Stiftungen haben, Schöller Hauptschule, Schöller Akademie, aber dann natürlich in besonderer Weise auch die Förderung von Wissenschaft. Und dass hier das Dr. Theo und Friedel Schöller Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft eine herausragende Rolle spielt, das wissen wir alle von den vergangenen Jahren, wo Frau Schöller mit größtem Interesse an diesen Veranstaltungen auch teilgenommen hat. War für sie ganz wichtig. Wenn es ihr gesundheitlich nicht ganz gut gegangen ist, hat sie gesagt, aber sie hofft, dass sie dann wieder ins Museum Industriekultur kommen kann. Denn sie wusste, dass es etwas ganz Besonderes ist, wenn ein Ehrenpreis für Lebensleistungen vergeben wird, wo wir ganz unterschiedliche Wissenschaftlerpersönlichkeiten auszeichnen konnten. Und lieber Herr Bullinger, wir freuen uns natürlich, dass Sie das heute bekommen. Wir waren eine Region, die lange Zeit auf Fraunhofer warten mussten. Aber jetzt sind wir stolz, dass wir das größte Fraunhofer-Institut in unserer Region haben. Aber auch die Laudatio wird ein anderer machen, lieber Herr Gerhäuser. Aber es ist, der Ehrenpreis ist etwas Wichtiges. Dann natürlich die Preisträger, die wissenschaftliche Exzellenz mit Nürnberg verbinden. Das war die Grundidee, dass wir ganz bewusst wissenschaftliche Exzellenz auszeichnen wollten und dass dadurch auch diese wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die ich immer noch sage, eigentlich ist das heute ja etwas anders korrekt bezeichnet, aber die WISO, wie wir es früher genannt haben, dass die in der ersten Reihe der wissenschaftlichen und Forschungsinstitute der Wirtschaftswissenschaften spielt. Und natürlich die Schöller Fellows, das ist die gesamte Breite. Wie wird man dem Gedenken an Dr. Theo und Friedel Schöller gerecht? Indem man ihren Ansprüchen an Lebensleistung genügt. Und deswegen kann ich Sie, Professor Amberg, und die anderen des Forschungszentrums nur ermuntern, wirklich sich anzustrengen, Leistungen, die mindestens europaweites Niveau haben, eigentlich in der Weltklasse spielen. Das sind diskutieren ja selbst jetzt in Nürnberg immer noch mit Fußballbegriffen. Es darf nicht nur um Bundesliga gehen, es ist die Champions League nicht ausreichend. Es muss um die Frage Mitspielen auf Weltniveau gehen. Das ist der Anspruch. Und dass sie das auch immer schaffen, das erleben wir. Ich wünsche dem Dr. Theo und Friedel Schöller Forschungszentrum weiter viel Erfolg, mit den heutigen Veranstaltungen viel Erfolg. Gratuliere den verschiedenen Preisträgern. Und wünsche uns, dass wir in diesem Geiste auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte mithelfen können, die Region und die Wirtschaftswissenschaften voranzubringen. Immer daran denken, dass es nicht allein darum geht, um Rendite und Kapital, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt steht, auch gerade bei den Wirtschaftswissenschaften, gerade auch im angloamerikanischen Bereich, kann dieser menschliche Aspekt aus dem alten Europa nicht deutlich genug hervorgehoben werden. Auch das ist eine Verpflichtung, die uns Dr. Theo und Friedel Schöller übergeben. Viel Erfolg und einen schönen Abend. Spektabilität, liebe Ehrengäste, liebe Gäste, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, die Preisträgerinnen und Preisträger stehen heute und im Laufe der weiteren Veranstaltung zu Recht im Mittelpunkt. Sie freuen sich vermutlich nicht nur über die Mittel, die sie zur Verfügung gestellt bekommen, sondern auch über das Gütesignal, was mit dieser Auszeichnung verknüpft ist. Diese Auszeichnung signalisiert auch für Nichtfachleute, dass sie hervorragende akademische Leistungen auf Weltniveau vollbracht haben. Dazu schon mal hier herzlichen Glückwunsch. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal die andere Seite anschauen, nämlich die der Preisgeber. Hier also die Schöller-Stiftung und die Theo
und Friedel Schöller das Forschungszentrum. Preisgeber geben nämlich nicht bloß Geld, sondern sie senden mit der Preisverleihung Signale an die engere und an die weitere Gemeinschaft. Diese Signale wirken aber zurück auf die Preisgeber, sprich auf die Stiftung und ihre Reputation. Und die Reputation ist ihrerseits wieder für den Einfluss, den man in Zukunft mit der Preisverleihung ausüben kann, von entscheidender Bedeutung. Und weil wir wissen, dass Geld allein Reputation nicht, ist nicht zu kaufen für Geld allein, deswegen muss man fragen, was für Signale werden denn hier gesendet und welche sollen gesendet werden. Nun, ich möchte auf drei Signale aufmerksam machen, die hier gesendet werden sollen. Erstens werden die Signale über die Absichten oder die Mission des Preisgebers gesendet. Will man wissenschaftliche Qualität auf Weltniveau allein bewerten oder will man auch den Beitrag für die Wirtschaft und Gesellschaft bewerten? Nun, das steht in unserem Fall hier beim Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft schon im Titel der Forschung drin. Es gibt aber noch andere Signale. Das zweite Signal, das mit der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger gegeben wird, das ist, dass man ganz bestimmte soziale Beziehungen eingehen möchte oder manche sagen dazu soziales Kapital. Man erwartet zu Recht, dass die Preisnehmer sich dem Preisgeber gegenüber loyal verhalten, dass sie für seine Ziele arbeiten und es werden auf die Art und Weise Netzwerke geschaffen und verstärkt, insbesondere wenn, wie im Falle der Stiftung hier, von den Preisträgerinnen und Preisträgern erwartet wird, dass sie hier vor Ort zumindest zu einem großen Teil anwesend sind und das Geld zu einem großen Teil hier ausgeben. Mit der Preisverleihung an bestimmte Personen wird also signalisiert, welche sozialen Netzwerke, welches soziales Kapital von der Stiftung als wichtig erachtet wird. Nun, für die Universität Erlangen-Nürnberg scheint mir besonders wichtig, dass man die internationalen Netzwerke verstärken möchte, selbstverständlich neben der Förderung des nationalen Nachwuchses und der Ehrung derjenigen, die sich um die Universität verdient gemacht haben. Das scheint mir, ist mit der heutigen Preisverleihung wieder einmal hervorragend gelungen. Damit komme ich zum dritten Signal, was ausgesendet werden soll und auch in diesem Fall ausgesendet wird, nämlich, dass eine Kompetenz vorhanden ist, dass der Preisverleiher signalisiert, dass er kompetent ist, diejenigen Leute auszuwählen, die nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft genau zu dieser Reputation, um die es geht, beitragen. Dadurch gewinnt nämlich der Preis selber seinerseits wieder an Wert jenseits, und das möchte ich betonen, jenseits des Geldes, das der Preis kostet, respektive bei den Preisträgern einbringt. Auch diesbezüglich scheint mir das in diesem Jahr wieder ganz besonders gut gelungen und ich darf das in diesem Fall sagen, weil ich aus Krankheitsgründen bei der Preisverleihung nicht beteiligt war. Ich darf also dem restlichen Komitee hier ein Kompliment machen. In diesem Sinne möchte ich nicht nur den Preisträgern gratulieren, sondern eben auch der Schöller Stiftung und der Theo und Friedel Schöller Forschungszentrum. Sie tragen zur wechselseitigen Beförderung der Reputation bei, einerseits der Preisträger, andererseits der Stiftung und nicht zuletzt eben auch der Reputation der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Dazu gratuliere ich Ihnen und uns. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zu den Auszeichnungen der Preisträger. In der Wissenschaft gibt es einen langjährigen Diskurs, das man gerne zusammenfasst mit zwei Begriffen, nämlich Rigor versus Relevance. Mit Relevance meint man, dass man an den richtigen
den wichtigen Dingen forscht, mit Rigor, dass man in den Dingen richtig forscht. Am liebsten hätte man natürlich gerne beides erfüllt, was bei komplexen Fragestellungen aber durchaus schwierig ist. Nehmen Sie ein ganz einfaches Beispiel, was unsere Bundesregierung gerade vorhat, nämlich die Rente ab 63. Ich glaube, jeder von uns hat ein Gefühl dafür, was die Vorteile sind, wo Nachteile liegen. Aber final beurteilen, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, finde ich ganz schön schwierig. Vielleicht sind Sie da weiter als ich. Aber sich nur auf einfache Probleme zu stürzen, das kann es ja auch nicht sein. Das Schöller Forschungszentrum, wie gerade bereits angedeutet wurde, möchte einen Beitrag leisten zu relevanten Forschungen, praxisnahe Fragestellungen. Und unsere Preisträger in diesem Jahr zeichnen sich genau durch diese Relevanz aus. In einem recht breiten Spektrum, die vier, die Sie hier sehen, sind auch die vier Preisträger dieses Jahres. Und wir haben dort Themen wie beispielsweise Jugendarbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung. Und die Frage, die Frau Klier lösen möchte, welche Möglichkeiten bieten moderne Techniken, moderne Medien, welche Möglichkeiten bieten die Digitalisierung, um hier einen Beitrag zu leisten. Das Projekt von Herrn Burgstahler, da geht es um Regulierungen, so wie der Staat typischerweise seine Richtungen vorgibt. Regulierungen und ihre Auswirkungen. Was genau verstehen wir in den Folgen und in den Effekten einer Regulierung? Was ist beabsichtigt? Was wird erreicht? Ein wichtiges Thema. Und ein Thema, was Gregor und Heffner bearbeiten wollen, ein Thema, das uns gerade an diesem Ort besonders interessiert, nämlich Innovation und Rahmenbedingungen. Die Frage also, wie können wir die Innovationskraft weiter steigern? Sie sehen also hochspannende Themen, die wir hier vorstellen wollen. Ich beginne nun mit der Laudatio von Frau Klier. Eigentlich könnte ich mich auf die Person konzentrieren, schließlich wird jeder unserer Preisträger sein Projekt selbst vorstellen. Aber die Wahl des Themas sagt auch bereits etwas über die Person aus. Und unsere Nachwuchswissenschaftlerin stellt sich der Herausforderung Jugendarbeitslosigkeit. Klar, ein weltweites Phänomen und vielleicht können wir da ganz zufrieden sein, denn im Vergleich zu Südeuropa geht es uns doch ganz gut. Dort, sagt man, ist nahezu jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Wenn man es ganz genau nimmt und die Schüler und die Studenten rausrechnet, die gar keine Arbeit suchen, sind es immer noch 16-20%. Aber das ändert ja nichts an der Grundproblematik. In dem EU-Durchschnitt sind es 10%, in Deutschland vermutlich etwas besser. Und da stellt sich schon die Frage, sind wir mit dem Erreichten zufrieden? Die Antwort kann nur Nein sein, wir müssen weitermachen und diese entsprechend vielleicht mit neuen Lösungsansätzen bearbeiten. Jugendarbeitslosigkeit ist also so eine typisch komplexe Problemstellung. Der von Frau Klier gewählte Ansatz, an der Kommunikation anzusetzen, ist durchaus etwas Neues. Denn kommunizieren, das wissen wir, gibt es überall auf der Welt, ist eines der Grundbedürfnisse neben Essen, Trinken und auch Schlafen. Und vielleicht helfen uns genau diese modernen Medien hier ganz neue Ansätze zu fahren. Zur Person. Frau Klier ist 32 Jahre jung, ist am Bodensee aufgewachsen, ging dort zur Schule mit exzellenten Schulergebnissen. Anschließend ging sie nach Augsburg, hat dort ihren Bachelor gemacht, ihren Master, hat sich entschieden, einen Studiengang zu wählen, der sich nennt Finanz- und Informationsmanagement, das sie natürlich ebenfalls und wenig überraschend mit exzellenten Noten abgeschlossen hat. Hat sich dann durchgerungen, anschließend auch in Augsburg zu promovieren, interessierte sich dann für die Fragestellung, wie können Unternehmen ihre Kundenbeziehungen wertorientiert gestalten und hat sich danach entschieden, die Hochschullaufbahn einzuschlagen. Sie interessiert sich erkennbar für Problemstellungen der Wirtschaft und der Gesellschaft. Neben ihrer Hochschultätigkeit ist sie seit mehreren Jahren bei McKinsey in der Beratung aktiv. Sie war schon frühzeitig fasziniert auch von den sogenannten sozialen Technologien, sozialen Medien, was allein schon die Wahl ihrer Studienrichtung angibt. Frau Klier, wir dürfen Sie nach vorne bitten zur Auszeichnung.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Amberg, für die freundlichen Worte. Zunächst einmal, ich freue mich heute von ganzem Herzen, auch heute Abend hier zu sein. Zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich beim Schöller Forschungszentrum, bei den Schöller Stiftungen, aber auch der Auswahlkommission bedanken für diese Auszeichnung. Sie ermöglichen hier den Fellowships, mit den Fellowships wirklich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Die Auszeichnung, lassen Sie es mich so formulieren, ist für mich eine Freude und Ehre gleichzeitig. Freude, weil ich mich persönlich freue, dass meine Forschung und mein Forschungsvorhaben hier auf Anerkennung und Interesse stößt. Ehre, weil es mir neben den anderen Preisträgern hier, aber auch den vielen namenhaften Persönlichkeiten hier im Raum eine wirkliche Herzensangelegenheit ist und das mich persönlich ehrt. Meine Damen und Herren, worum geht es in meinem Forschungsvorhaben? Herr Amberg hatte es ja gerade schon angesprochen. Eine der komplexen sozialen Herausforderungen unserer Gesellschaft ist das Thema Arbeitslosigkeit und im Speziellen Jugendarbeitslosigkeit. Viele von Ihnen haben sicherlich in den vergangenen im letzten Jahr, aber auch immer wieder der Presse entnommen, Länder wie Spanien, Griechenland, wo die Jugendarbeitslosigkeit über 50% beträgt, in der Europäischen Union sind es knapp 25%. Und ja, wir in Deutschland stehen wesentlich besser da, werden da auch als Vorreiterland gesehen. Aber es gibt durchaus Städte wie Berlin, wo das Thema Jugendarbeitslosigkeit durchweg ein ernstzunehmendes Thema ist. Diese Generation wird von Fachblättern oft auch als die Generation Zero umschrieben. Also eine Generation, nicht wie ich, sondern eine Generation ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Das ist eine Entwicklung. Eine andere Entwicklung momentan, die Sie sicherlich alle auch intensiv miterleben. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo Informations- und Kommunikationstechnologie wie moderne soziale Netzwerke, wie Open Data, Sie bekommen sicherlich auch viele der Stichworte mit, eine immer bedeutende Rolle spielen und im Übrigen auch in einer immer höheren Geschwindigkeit. Meine Damen und Herren, wenn man der Wirtschaftswoche vom 12. Mai glauben darf, ich zitiere, dann steht die deutsche Wirtschaft vor der totalen digitalen Transformation. Auch hier etwas Neues. Gleichzeitig, und es ist nicht nur in der Wirtschaft zu beobachten, auch die Lebenswirklichkeit vieler Jugendlichen verändert sich im Vergleich zur früheren Generation. Es gibt fast keinen Jugendlichen mehr, der kein Smartphone besitzt, der mobile Anwendungen wie WhatsApp nutzt oder der in sozialen Medien wie beispielsweise Facebook verkehrt. Ausgehend von diesen zwei großen Entwicklungen, hier setzt mein Forschungsvorhaben an, möchte ich gerne untersuchen, wie man diese modernen Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzen kann, um hier einen Beitrag zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten. Was meine ich mit Beitrag? Dieser Beitrag ist aus meiner Sicht zum einen liegt in der Transparenz des Arbeitsmarkts und zum anderen in der Eigenaktivierung der Jugendlichen. Zwei Beispiele, die Sie hier auch auf meiner Folie auf der rechten Seite mal bildhaft vielleicht entnehmen können. Zum einen, transparente, entscheidungsorientierte Arbeitsmarktdaten, die allen lokalen Arbeitsmarktakteuren, wir haben es vorgehört, vor Ort zur Verfügung stehen, sind für eine effektive Bekämpfung von Arbeitslosigkeit essentiell. Viele moderne Technologien, wie beispielsweise Open-Data-Anwendungen, ermöglichen diese Transparenz. Die Frage ist, gelingt es uns auch, diese dafür zu nutzen, um beispielsweise Arbeitsmarktakteuren über Transparenz hier einen Beitrag zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten? Ein zweites Beispiel. Es ist eine interessante Frage, welche Rolle mobile Apps bei der Vermittlung von Jugendlichen in Arbeit spielen können. Hier geht es vor allem um die Frage, ob Technologien hier einen Beitrag zur Eigenaktivierung der Jugendlichen leisten können. Zum Beispiel, ich mache mal ein paar Beispiele hier, weil diese nicht mehr aufs Amt gehen müssen, sondern von unterwegs Jobangebote per Technologien hier per Push-Funktion erhalten, weil sie geodatenbasiert, zum Beispiel auf dem Weg zu Freunden erkennen, wo ums Eck gibt es denn offene Ausbildungsstellen, weil sie vielleicht, ähnlich wie sie das von Amazon kennen, empfohlen bekommen, was ihre Freunde mit einem ähnlichen Präferenz- oder Fähigkeitenprofil machen.
Und weil man so eine Forschung nicht im luftleeren Raum ich ganz allein durchführen kann, freut es mich persönlich ganz besonders, dass mich bei diesem Forschungsvorhaben Christian Rauch von der Bundesagentur für Arbeit, er ist Geschäftsführer dort, unterstützt. Lieber Herr Rauch, Ihnen persönlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die Zusammenarbeit auch an der Forschungsseite in den letzten Jahren hat mir immer großen Spaß gemacht und ich freue mich auch auf eine schöne und gute Zusammenarbeit und auch erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Abschluss noch zwei ganz persönliche Bemerkungen. Erstens, ich bin davon überzeugt, dass die hier gewonnenen Erkenntnisse auch für Wirtschaftsunternehmen relevant und interessant sein können. Viele Wirtschaftsunternehmen stehen gerade vor der Frage, wie sie solche digitalen Technologien für sich nutzbar machen können. Zum Beispiel, um entscheidungsorientierte Informationen aufzubereiten oder um Kundenkontaktkanäle zu verbessern. Zweitens, und das ist mir zum Abschluss eine Herzensangelegenheit und vielleicht auch ein kleiner Appell, ich bin zutiefst überzeugt, dass gerade im Umfeld digitaler Technologien Wissenschaft einen wirklich großen Beitrag leisten kann, Potenziale, aber auch Risiken zu identifizieren. Meine persönlichen Erfahrungen immer an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft zeigen hier, dass der Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hier sehr erfolgreich sein kann. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Ihnen allen Professor David Burgstahler vorzustellen. Er zählt zu den weltweit herausragenden Wissenschaftlern im Fachgebiet Accounting, also Rechnungslegung und Publizität. Burgstahler, ja, trotz seines deutsch klingenden Namens ist David Burgstahler gebürtiger US-Amerikaner. Er ist verheiratet, hat einen Sohn. Nach Studium und Promotion begann er seine akademische Karriere an der University of Washington, der er bis heute treu geblieben ist. Das wundert einen eigentlich nicht, wer die University of Washington an der Ostküste sucht, der liegt nämlich völlig falsch. Ihr Name rührt nämlich vom Bundesstaat Washington her und sie liegt in der schönen Stadt Seattle, die in einer wunderbaren landschaftlichen Lage am Pazifik gesegnet ist, also auch sehr geeignet zum Bootfahren. Die Familie hat auch ein eigenes Boot. Auch die Universität selbst hat einen schönen Campus. Ja, aber das ist nicht das Entscheidende. Die Forschung dort am Department of Accounting selber besitzt Weltgeltung, wie verschiedene Rankings belegen, in denen sie auf den ersten und sogar auf den allerersten Plätzen zu finden ist. David Burgstahler hat maßgeblich dazu beigetragen. Es ist kaum möglich, seine bisherigen Leistungen annähernd zu umreißen. Laut VHB-Ranking hat er über 15 A-Publikationen in weltweit führenden Zeitschriften. Seine Arbeiten werden von zahlreichen anderen Wissenschaftlern aufgegriffen und tausendfach zitiert. Aufgrund seiner Ausnahmestellung im Fach ist er seit Jahrzehnten Gutachter für namhafte Zeitschriften und bei Konferenzen und er ist auch im Herausgeberbeirat bei verschiedenen Zeitschriften tätig und stellt so sein Können in den Dienst der Wissenschaft. Ja, was führt ihn nun zu uns in diese alte Welt? Das sind einerseits persönliche Beziehungen, andererseits gemeinsame fachliche Interessen. Der persönliche Kontakt besteht schon 3 Jahren. Er geht aus von einem längeren Forschungsaufenthalt von Dr. Defrimikaya, einem hoffnungsvollen Jungwissenschaftler im FACT-Institut. Dr. Kaya zog in die Welt, um auf der University of Washington neue Erfahrungen und Perspektiven zu gewinnen und hieraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit David Burgstahler und auch dessen Interesse an einem umgekehrten Aufenthalt bei uns in Nürnberg. Das fachlich gemeinsame Bindeglied ist die Rechnungslegung. Die Forschungsschwerpunkte von David Burgstahler liegen im Bereich Earnings Management, also Bilanzpolitik, und in der empirischen Rechnungslegungsforschung speziell bei börsennotierten Unternehmen. Das FACT-Institut und speziell auch Defrimikaya kann hingegen auf Know-how
zur Publizitätspolitik gerade bei mittelständischen Unternehmen zurückgreifen. Deutschland ist bekanntermaßen durch einen starken Mittelstand geprägt, dessen Erfolge auf Weitsicht, langfristigem Denken, Schnelligkeit und Flexibilität beruhen. Tja, das Verhältnis mittelständischer Unternehmen zur Bilanzierung ist etwas angespannt, allerdings es lässt sich so ungefähr mit einem Zahnarztbesuch vergleichen. Dessen Notwendigkeit wird meist akzeptiert, ohne dass damit ausufernde Freude verbunden wäre und den man deshalb vielleicht auch einige Zeit gern hinauszögert. Nicht ganz zu Unrecht laufen KMU doch Gefahr, dass Konkurrenten hieraus Vorteile ziehen. Die Analyse des Publizitätsverhaltens von KMU ist deshalb keine rein wissenschaftliche Neugier, sondern auch von enormer praktischer Relevanz für Wirtschaft und Gesetzgeber und damit auch die Gesellschaft. In den USA fehlen hierzu geeignete empirische Daten. Für empirische Analysen bilden sich hingegen Deutschland und die ganze EU an. Eine Symbiose amerikanischer und europäischer Know-hows bietet hier spannende Ergebnisse, die wir erwarten können. Darüber hinaus gibt es natürlich über dieses ursprüngliche Projekt oder Einstiegsprojekt noch weitere fachliche Anknüpfungspunkte mit Gewinn für beide Seiten. Deswegen wurde diese Bewerbung nicht von mir persönlich, sondern vom gesamten FACT-Institut, also das sind 8 Lehrstühle und Professuren, sowie auf Seiten des wissenschaftlichen Nachwuchses 2 Juniorprofessuren einhellig getragen. Professor David Burgstahler ist aufgrund seines herausragenden Ansehens, Wissens, seiner Erfahrungen und Kontakte ein unschätzbarer Gewinn für den Fachbereich und die Region. Lieber David, es ist mir persönlich eine große Ehre, Sie heute zur Festveranstaltung des Dr. Theo und Friedel Schöller Forschungszentrums für Wirtschaft und Gesellschaft vorzustellen. Ich darf Sie zu mir bitten. Meine Damen und Herren, Schöller Senior Fellow 2014, David Burgstahler. Congratulations. Well, I have just a few minutes here, and I've got two important purposes. The first one is the one that I want to make sure I don't screw up, and that's to thank you very much. So I want to say thank you to the Schiller Foundation and the selection committee, to Klaus Hanselman. I really appreciate his support, and Dr. Devrimikaya. It's all very important. Professor Amberg mentioned the importance of this. There's obviously a financial importance to it, but the recognition importance is far more important. And so I really appreciate that. To give a little context for that, I have a family of my parents and my brothers and sisters, and I think one of the purposes of your family is to keep you humble. And so one of the nice things about this award is I could say, they actually want me to come over to Germany and provide an award and recognize me. And of course, my family all kind of looks at me funny, but I'm able to say, I actually am being recognized, and I appreciate that very much. So thank you again for this award. The other thing that I want to do is provide a brief description of the research project that we're undertaking. And so I've got a slide to try to summarize that here. So the project is about the social benefits of regulation, which are always accompanied by private costs. And regulators are always trying to find the right balance between these two things. Imposing more regulation, it always has benefits that are intended, but it almost always has costs that are not intended as well. So let's see if I can get this to work properly. So in weighing these two things against each other, we're going to take a look at two types of regulation. The primary interest is disclosure regulation. And there's a lot of regulation in Europe with regard to public disclosure of information. And the benefits for that are shown on the left side of this scale. There's public information about limited liability firms. There's all sorts of economic and social advantages to that. But at the same time, on the other side of the scale,
there's a cost of disclosure of information to competitors, and that's kind of the unintended consequence. The purpose of disclosure is not to put firms at a competitive disadvantage, but it's to gain all those other advantages that are on the left side. Now, along with that, we also need to investigate another type of related disclosure, and I'll explain a little bit more why this is linked, but let me talk about this other type of regulation, and that's audit regulation. So in many cases, there are also our requirements, and now I'm not doing this properly, requirements for audits, okay? And the benefits of audits, of course, is you have independently verified information, and so the information that's being released is both more reliable but also more credible. On the other side of the scale there, we've got private costs, which is the direct cost of the audit, but we've also got private benefits. So there's contracting benefits of having audited information. And so we've got both these areas of regulation, and it turns out in Europe, both those areas of regulation are directly linked to measures of size. So larger firms are subject to more regulation. And regulators have generally been concerned about disproportionate adverse effects on smaller firms. And so that's the reason that regulation in both these areas is linked to size. The larger you are, the more disclosure is required. The larger a firm is, the more likely they are to be subject to audit regulations. So the basic theme of this research is to use the European setting and the disclosure requirements in Europe to see if there's evidence that firms manage their size to stay small enough to avoid being subject to these regulations. So we have a lot of theory and a lot of models about the effect of disclosure and the potential adverse effects of disclosure, but we actually have relatively little empirical evidence on the effects of disclosure. And the European setting provides us an opportunity to look at this. Now, the approach we're going to take is related to some other research that I've done, which is you look for evidence that items are being managed. And so I've done a lot of evidence on earnings management. Well, here we're actually looking at size management. We're looking at firms managing their size to stay below the disclosure thresholds and avoid having to disclose. Now, the reason that disclosure and auditing are so closely linked here is that the thresholds for audit requirements tend to overlap in a lot of European countries with the thresholds for additional disclosure requirements. So oftentimes firms have a dual incentive to manage size to stay close, small enough to avoid disclosure and also avoid the cost of audits. So what we can do is we can look at distributions of size and what you would expect to see that firms will take actions to stay just below the threshold. So I've got three fairly small graphs of the kind of evidence that we're going to look at here, and I'm hoping they'll show up large enough you'll get a little sense of what we're trying to do. So this first graph is a graph of one measure of size, which is total assets, for German firms. That red bar that you see in the middle is the threshold, where if you go above that threshold, you're required to make additional disclosure. Now this variable, like a lot of size variables in economics, has this kind of declining shape, sort of an exponential distribution shape for those of you that are more technically inclined. And you would expect that distribution to be fairly smooth, and if there weren't some reason to manage size around threshold, you wouldn't expect there to be any discontinuity at the point where you see that threshold. And in fact, what you see instead is as you get to that threshold, there's a lot of firms that stay just below that threshold, and then when you get just above the threshold, there aren't very many firms there. The theory would be that those firms that would have gone above the threshold have found ways to keep their total assets below what that threshold is. And for those of you that are not accountants, it turns out there's quite a few things you can do from an accounting standpoint to affect the amount of your total assets. So aside from the economic assets that you have, you've got the accounting measure of the assets, which is going to determine the extent to which you're subject to this regulation. The threshold in Germany during this time period, the threshold for disclosure requirements and audit requirements were the same. So this evidence that we're seeing for Germany is evidence that firms are managing size to avoid both those types of regulation. Now, there are some settings in Europe where the disclosure and audit regulations thresholds are separate. And the final two graphs that I'm going to talk about show you those two things. So the first one is for French data. And this, again, is the distribution of total assets. And this is with respect to the threshold that determines whether you're subject to disclosure regulation. And here you don't really see any discontinuity at that red line. It's a slight bump upwards, but nothing that's statistically significant.
Now, during this same time period, the French firms had a different threshold for being subject to the audit regulation. And if we look at the distribution of total assets with respect to the audit threshold, we actually do see a discontinuity. So, and it's not quite as prominent as it was in the German distribution there, but again, it's significant. So what this starts to suggest is we've got evidence here that firms are taking actions to avoid audits, but we have less evidence for the same country, for the same variable, but with respect to a different threshold, that they're taking actions to avoid disclosure. So this allows us to start to assess the importance of disclosure costs versus audit costs. We have some assessments of how costly audits are. We have some assessments of the private benefits of audits as well as the private costs. And that suggests that the disclosure costs, at least in this setting in France during this time period, may not be as large. Now, the plan is to extend all of this research to additional European countries. In the end, I don't think we'll evaluate all those countries. Right now, it looks like we have pretty good access to data for 12 of those countries. And we'll get a much better set of empirical evidence on the importance of disclosure costs. And along with that, as kind of a corollary result, some additional evidence on the importance of audit costs. So let me return once again to kind of the main point of my talk, which again is to say thank you. I appreciate all of you being here. I appreciate very much the Scholler Foundation. And as I say, I appreciate this recognition. I'll take it back and tell my family all about it. Thank you. Herzlichen Dank, David Burgstahler, für den spannenden Blick in das Projekt. Wir sind gespannt. Wir wünschen schon jetzt viel Erfolg und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nun als weitere Schöller Fellows 2014 Professor Shirley Cracker und Professor Alan Hefner vorstellen. Das ist eine Freude, das ist eine Ehre, es ist aber auch eine Innovation. Denn Shirley Cracker und Alan Hefner haben sich mit einem gemeinsamen Forschungsprojekt für Nürnberg beworben und sie erhalten den Preis gemeinsam im Team für ihr gemeinsames Projekt. Lassen Sie mich aber dennoch die beiden zukünftigen Schöller Fellows einzeln vorstellen. Hierzu werde ich mit Kollegen Alan Hefner beginnen. Alan Hefner ist Eminent Scholar, Professor of Information Systems und Citigroup Hidden River Chair for Distributed Technology am College of Business der University of South Florida in USA. Bemerkenswert ist sein Werdegang, der ihn nach Bachelor, Master und PhD an der Purdue University über die New York University, die University of Minnesota, die University of Maryland nach Florida führte. Dieser Weg aber hat seinen Anfang genommen in Schweinfurt und Ansbach, wo Alan Hefner in den 1970er Jahren in der US Army diente. Der Schritt zurück nach Franken, lieber Alan, ist damit ein logischer, ein notwendiger und ein vielversprechender für die Forschung in Nürnberg. Der Lebens- und Forschungsweg von Alan Hefner ist von herausragenden Forschungsbeiträgen gekennzeichnet. Allein rund 200 Veröffentlichungen, aber auch immer enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Beratung, Begleitung, Mitgestaltung in zahlreichen Fortune 500 Unternehmen und natürlich, wie könnte es anders sein, von beeindruckenden Auszeichnungen gespickt. Alan Hefner ist Fellow der American Association for the Advancement of Science, Träger des Lifetime Achievement Award der DESRIST für seine Beiträge zur Design Science. Zu nennen ist sein Outstanding Alumnus Award der Purdue University oder die ehrenvolle Auszeichnung als Eminent Scholar seiner Heimatuniversität. Das Forschungsportfolio von Alan Hefner reicht in aller Kürze von der Gestaltung von Informationssystemen, dem Software Engineering, den verteilten Datenbanksystemen bis hin zur IT im Gesundheitswesen und Service-Oriented Computing. In der Wirtschaftsinformatik und weit darüber hinaus kennt man Alan Hefner für seine Arbeiten zur Design Science Forschung. Sein Herz schlägt also für die gestaltende Forschung,
für Forschung, die Spuren hinterlässt. Und es ist eine seiner großen Missionen, auch der nächsten Generation, diese Begeisterung für wissenschaftlich fundierte Gestaltung mit auf den Weg zu geben. Und diese Begeisterung und das Commitment für gestaltende Forschung auf höchstem wissenschaftlichem Niveau, das teilt er mit seiner Kollegin Dr. Shirley Cracker. Lassen Sie mich Shirley Cracker vorstellen. Dr. Shirley Cracker ist Professor für Information Systems an der Australian National University in Canberra und Leiterin des australischen National Center for Information Systems Research. Geboren in Brisbane, studierte Shirley Cracker Informatik, Mathematik und Psychologie und war zunächst in der IT-Industrie in Australien und UK tätig, bevor sie in die Wissenschaft zurückkehrte und im Bereich Information Systems promovierte. Was dann folgt, ist so beeindruckend, dass ich nur allerkleinste Ausschnitte überhaupt anreißen kann. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf beeindruckende Auszeichnungen. Dr. Shirley Cracker ist Trägerin des Australischen Verdienstordens, Officer of the Order of Australia in the Queen's Birthday List für ihre Verdienste in Lehre und Forschung im Bereich der Wirtschaftsinformatik, ganz besonders in der Entwicklung von E-Commerce-Anwendungen in der Agrarindustrie. Sie ist Fellow der Australian Computer Society, Fellow der Association for Information Systems, ANU Public Policy Fellow. Und Sie können sich vorstellen, wir könnten den Abend weiter mit Leistungen, Auszeichnungen verbringen. Lassen Sie mich nur noch ganz kurz einen Blick auf die Forschungsschwerpunkte werfen. Die liegen im Bereich der Adaption und des strategischen Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien, intelligente Systeme, Mensch-Computer-Interaktion und Technikphilosophie. Shirley Cracker hat große Forschungsprogramme national und international geleitet und gleichzeitig in der Academia zahlreiche höchstrangige Leitungsfunktionen übernommen. Ich nenne nur zwei. Senior Editor von MISQ und Editor-in-Chief des Journal for the Association of Information Systems. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind alle begeistert und gespannt auf die Forschung, die Professor Shirley Cracker und Professor Alan Hefner sich für Franken vorgenommen haben. Ich weiß, dass es mit der Arbeit schon morgen früh losgeht, nämlich mit einem Seminar für die Doktoranden am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, das, wie könnte es anders sein, vollständig ausgebucht ist. Das ist genau im Sinne der Schöller Fellowships. Denn, Sie wissen es, das Schöller Forschungszentrum signalisiert mit seinen hohen Auszeichnungen neben der Anerkennung für das Bereich Geleistete immer auch, wie könnte es anders sein, Erwartungen in die Zukunft. Meine Damen und Herren, wir können viel erwarten, wir dürfen gespannt sein und ich darf Sie zu mir bitten, die Schöller Senior Fellows 2014, Professor Shirley Cracker, Professor Alan Hefner, ganz herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie zu mir. I'm going to start, but don't worry, Shirley will be up here and be able to express her thank yous also. So let me start by saying many, many thanks. It's a true honor to be named a Shuler Senior Fellow. And as Catherine alluded to, this is a personal pleasure for me. I really consider Germany to be sort of my second home country based on both my ancestry,
which on both sides is German, and for the time I spent in Germany, partly as part of the U.S. Army, but I've been back many, many times since, and it's always a pleasure. So we are truly excited about the opportunity to participate with the Schuller Institute and the research that we're doing on innovation. So we'd like to give you just a very brief summary of the research project that that we bring to the party here. Based upon both Shirley and my work and research on design science, we published a paper very recently where we proposed a way of positioning good design science research to make it both relevant and rigorous. So what we did was come up with this 2x2 matrix, and we supported doctoral students in how to publish and position their research based on this type of matrix. Now, the way we want to extend this research is to adapt this matrix now to think about what is innovation and how can we understand and support organizations, governments, to think about how to strategically position what they do as good innovation. Now, the essence of what we think innovation to be is how do we make an original knowledge contribution to the world based upon innovation? And we believe there are a number of ways to do this. So what we have here is what we term the knowledge innovation matrix. So it's a classification of innovation and knowledge contribution based upon the two dimensions that you see here. First, the maturity of the problem or the application domain, but also the maturity of existing knowledge or solutions to that particular problem. So we feel that this matrix provides a clarifying lens through which multiple stakeholders can strategically manage their innovation activities in these multiple contexts. If you look at the four contexts, we feel they're different. First of all, where you have low solution maturity as well as problem maturity, that's where we invent things, where we come up with new solutions for new problems. Now, if you move to the top, you see that where we understand the problem better, but we need better solutions to solve that type of problem or for that opportunity, that's improvement. We're coming up with better and new solutions for known problems. The bottom right is where it's a brand new problem. We don't really understand the problem very well, but we feel there are solutions from other domains. This is where we have the broad expanse of knowledge that a good innovator must have, a wide range of knowledge to take solutions from other domains and apply them to new problems. We term that exaptation. Finally, the top right quadrant, exploitation. This is where companies and organizations really take known solutions to known problems, maybe new to that organization, but it is where we really, the rubber meets the road, if you will. It's where things really happen. It's where we can exploit good ideas to solve important problems. So one of our goals here is to apply these ideas and this matrix to important stakeholders in academia, in industry, and in government. We want to provide a practical guide for developing a common understanding and a common language among academic researchers whose goal is to advance knowledge, with industrial managers who want to develop new products, new services, and also government officials who want to increase the public welfare with funding and other resources aimed at improving innovation in the economy. So we believe this matrix does have some opportunity to define and categorize innovations on a solid foundation. So let me turn this over now to Shirley and let her expand on some of our goals and research directions in this area.
Thank you, everybody. Thank you to the Schola Foundation for making it possible for me to come here and for all of those who've been involved in that process. I'm particularly grateful to be able to come to such a beautiful city and to a lovely country. And it's very exciting for an Australian to come from a country that is very new in terms of its history, to come to a country that has such a tremendous tradition, and particularly a tradition in learning. I've been very conscious of when visiting Germany of what a great tradition that you have in learning in the technological sciences, which I think is something really to be admired in a country. And as we know, some other countries have not valued that knowledge as much, and so I think that actually has affected their progress over the years. Professor Hevner has introduced the matrix that underlies our work, and I'm just going to explain a little bit more about one direction we could take that matrix, and it's the one that we're actually pursuing at the moment. So this direction concerns the methods and the processes that you might use for innovation. And innovation often, when studied in universities, is studied as something that's mainly to do with management. And we look at management looks a lot at leadership and so on. But we think of ourselves as design scientists, we are perhaps more interested in the methods and processes that you can use that are followed by the inventors, who we think are pretty important too, not just the management, not just the managers of the people doing the innovating. And when we look at it, we can see that this matrix allows us to actually study different processes, that quite distinct processes that occur in the different quadrants. So much of my life has been spent in this quadrant up here. So working with companies, working with industries like the beef industry, helping them to adopt technologies that already exist somewhere else. And so the innovation there is that the thing is new to them rather than being new to the world. And I've also worked here to some extent in what we'd call research and design, in building things. Sadly, I have never invented anything. I would love to invent something, but it's not given to many of us to be like that. Now, why do we need something like this? So just as one of the motivators for this is that I'm working on another project which is to do with mobile devices in museums to help people learn as they travel around museums. Now, there hasn't been anything like that much before. And when I was talking to my colleague, I said, how are we going to go about this? And he said, oh, we'll do a traditional 2B model and an as-is model, and then we'll work out how to get from one to the other. So he was thinking that he's up in this quadrant, a traditional sort of software engineering approach. But the thing that we have there is really quite novel, and he'd be better off, I think, thinking that we might go down here and do a little bit more creative thinking. So that's one way that you could use this, what we're doing here. Another way is that some companies appear to be able to manage their innovation processes across nearly all of the quadrants. So if you take a company like Arup Engineering, which most of you probably know of, I mean, they're very, very active in Germany. When you look to see what they do, they have processes for innovation of many different types. So we're thinking that we can hopefully develop a tool that will enable a company to assess themselves against these ideas to see if they're doing as much in innovation as they could. So I'll just explain the quadrants a little bit more as to what that might mean, is that some innovations, as Al said, are inventions, they're completely new. So what sort of process do you use to help someone have an invention? Well, that area is where the processes are fairly unspecified, but what you might do is have an organisational policy that allows people time to experiment.
So the example there is of Post-it notes that was developed at 3M, and they have what's called a bootlegging policy, where they allow people to work 25% of their time on something that's just of interest to them. It's not a set task, it's just things that interest them, and that's exactly where the Post-it notes came from. This quadrant up here, this is where you have improvements. So you've got a purpose, you know what you're trying to do, but you're thinking there's probably better ways of doing it. So the example that's there is of the stealth technologies that were developed by Lockheed Martin during the Cold War, where they were trying to develop better ways of avoiding radar for planes. And that really was a breakthrough technology there. The guy that did that, he took advantage of the new computer software plus some ideas about minimising the sort of the footprint of the radar. So how do they do that? What sort of process do you have there? We might call it design science. It might traditionally be called research and development. So it's similar to development work that you do in industry, say in software engineering, but you're also allowing employees the freedom again to experiment. Lockheed had a thing called Skunk Works, where you actually put the people away separately from the rest of the organisation so that they're not quite so bound up in ordinary, everyday, ongoing work, but they can experiment and do different things, new things. This quadrant down here, exaptation or repurposing. Here's where you take some known technology and then use it for a completely different purpose. So the example there is Xerox, one of their, I think he was a physicist, realised that you could use laser technology and apply it to printers. So he apparently was almost like a mad inventor. He kept having ideas all the time, but this one turned out to be a good one. So he basically took one of their photocopiers at Xerox and put laser technology in it, and that's where laser printers started. So what sort of processes do you use there? Again, perhaps not such structured processes, but you can use creativity methods like ideation, where you actually try and help people to be more creative, put ideas together, put people together from different fields, a little bit like the Scholar Fellows. You get all of us here from different fields and we cross-fertilise. You might think how something someone's doing can be used in a different area. And the last quadrant up here seems a little bit more dull. This is the exploitation quadrant, where you don't invent something that's new to the world, but you take something that's out there and it's new to you. And of course, this is the area where companies can make an enormous amount of money. They don't have the risk associated with these things. If they can get in and use something skillfully for their own company. And so the example there is from Arup, and so they have a program that they call Horizon Scanning, where they explicitly look out to see what new technologies, what new trends are happening, and how they can make use of those trends in their company. And so that particular example there is of green technology, and that's a little township that was built in Sweden that's using really very, very advanced methods of managing energy. So I'm hoping I'm convincing you that this is a worthwhile... We haven't tried this yet, this is new, so we have to go out and basically try and develop this with companies who might think that this is a useful idea. So I hope I've convinced you all it's a useful idea. So that's the end of what I'm going to say. And once again, thank you very much for all those concerned in bringing me this very long distance. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Idee für Hans-Jörg Bullinger eine Laudatio zu halten, die nur 10 Minuten dauern darf, gehört in die Kategorie Mission Impossible. Dass ich diese sehr ehrenvolle Aufgabe trotzdem übernommen habe,
kann nur mit einem Zitat von Hermann Hesse verstanden werden, das Hans-Jörg Bullinger sehr oft verwendet hat. Ich zitiere: Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden, was ich hiermit probieren werde. Wenn der exzellente Rhetoriker Bullinger einem Auditorium komplexe Zusammenhänge in verständlicher und ansprechender Sprache vermittelt, so sind es die von ihm geschickt eingestreuten Zitate, die seinen trockenen Humor immer wieder zur Geltung bringen. Und damit gelingt es ihm, und nicht nur damit, dass die Zuhörer seine Botschaften fast schon euphorisch aufnehmen, sondern diese begeistert an die Umsetzung und Realisierung in den eigenen Unternehmen gehen. Von Hans-Jörg Bullinger stammt auch das Zitat: Die beste Art, eine Herausforderung der Zukunft zu bewältigen, ist, sie aktiv mitzugestalten. Und ich glaube, das ist etwas, was so wie eine große Überschrift über seinem Lebenswerk steht. Er hat das immer aktiv getan. Seine eindringlichen Mahnungen zur Zukunfts- und Innovationsfähigkeit Deutschlands wurde schließlich auch in der Politik gehört, was nicht immer ganz selbstverständlich ist. Der damalige Bundeskanzler Schröder hat 2004 die umfassendste Innovationsinitiative in der Geschichte der Bundesrepublik unter der Überschrift Partner für Innovation ins Leben gerufen, die für ein innovationsfreudigeres Klima in Deutschland sorgen sollte. Hans-Jörg Bullinger war die treibende Kraft hinter dem Konzept der Initiative, das von Fraunhofer im Auftrag des Bundeskanzleramtes entwickelt wurde. Partner der Initiative waren neben der Bundesregierung 17 hochkarätige Topmanager großer Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Gemeinsam wurden Leuchtturmprojekte erstellt und Handlungsempfehlungen für die Politik erarbeitet. Aber auch die große Bedeutung einer Öffentlichkeitsarbeit wurde erkannt. Herausragend war dabei die größte Social-Marketing-Kampagne Du bist Deutschland, die mit einem unentgeltlichen Mediavolumen von 32 Millionen Euro mehr als 1,3 Milliarden Kontakte erreichte. Ich denke, das ist auch ganz ungewöhnlich, dass man bei solchen großen Projekten und großen Bestrebungen an eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit denkt. Die damals neue Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte 2006 die Arbeit der Partner für Innovation. Zitat Merkel: Dies war eine Initiative, die aus meiner Sicht meinungsprägend und mentalitätsverändernd in Deutschland etwas zustande gebracht hat. Aus dem Mund einer Physikerin, die immer sehr die Dinge auf den Punkt bringt, ist das ein bemerkenswertes Zitat. Hans-Jörg Bullinger sorgte dafür, dass dieser neue Schwung auch in der neuen Regierung erhalten und im innovationspolitischen Förderverhalten der Bundesregierung verankert wurde. Er gilt als maßgeblicher Mitinitiator der Forschungsunion, einer konsequenten Weiterentwicklung der Initiative Partner für Innovation. Der Forschungsunion gehörten 28 hochrangige Vertreter und Vertreterinnen der Wirtschaft und Wissenschaft an. Sie wurde das zentrale innovationspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung. Den Vorsitz hatte Hans-Jörg Bullinger zusammen mit Arend Oetker. Für sich selbst hat Hans-Jörg Bullinger konsequent alles verinnerlicht, was er in Forschung und Lehre zum Thema Arbeitswissenschaften vertreten hat. Seine extreme Produktivität ist unter anderem durch eine höchst effektive Selbstorganisation und Arbeitsweise zu erklären. Dies gilt nicht nur für seine Arbeit als Universitätsprofessor in der universitären Lehre und Forschung.
die durch unzählige Veröffentlichungen, Bücher, Beiträge zur Scientific Community sich darstellt. Und ich darf an dieser Stelle vor allem auf den Lebenslauf im Programm verweisen. Da stehen eine ganze Menge Fakten. Sondern auch als Fraunhofer-Institutsleiter und als Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, die er von 2002 bis 2012 gestaltete. Eines seiner Geheimnisse war, dass es ihm immer wieder gelungen ist, die besten Menschen, die besten Wissenschaftler, die besten Persönlichkeiten um sich zu scharen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Er hatte keine Sorge, dass die ihm vielleicht eines Tages am Stuhlbein sägen könnten. Ganz im Gegenteil, er hat verstanden, dass man mit einer solchen Möglichkeit wirklich etwas bewegen kann. Über 20 Jahre hat Hans-Jörg Bullinger als Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswissenschaften und Organisation die ungeschriebenen Gesetze der Fraunhofer Gesellschaft verinnerlicht, aber auch mitgestaltet. Dazu gehörte auch die Erkenntnis, und ich denke, die gilt auch heute noch, wer in der Fraunhofer Gesellschaft erfolgreich ist, der hat allen Gestaltungsspielraum der Welt. Und diesen Gestaltungsspielraum hat er, wie er dann Präsident geworden ist, seinen Institutsleitern nicht genommen, sondern sie bei der Nutzung dieser unternehmerischen Freiheit unterstützt. Hier gehört sicherlich auch sein großer Verdienst zu erwähnen, nämlich die Gründung einer Fraunhofer Zukunftsstiftung und in diesem Zusammenhang die Überzeugung des Instituts, dass die MP3-Erlöse zustande gebracht hat, dass ein großer Teil dieser Erlöse in eine solche Stiftung einfließen sollte. Ein ganz ungewöhnlicher Gedanke für ein Fraunhofer-Institut, da es üblich war, das, was ein Institut erwirtschaftet, darf es auch selber behalten. Er hat es aber sehr geschickt mit einer ganz kurzen Formel schließlich überzeugend rübergebracht. Er hat nämlich gesagt, gewinnen durch Teilen. Und nachdem die Betroffenen das auch verstanden haben, was er damit meint, ist das auch dann sehr schnell realisiert worden. Seine Wertschätzung und Anerkennung von Leistungen bei Mitarbeitern und Kollegen hat er ganz gegen die schwäbischen Lebensprinzipien, und jetzt versuche ich das auf Schwäbisch zu sagen, ich hoffe, ich kann mit meinem fränkischen Akzent das trotzdem einigermaßen hinkriegen. Nett geschämpft ist nur gelobt, beziehungsweise mir lobert nur den, der es braucht. Er kann das vermutlich dann später nochmal wiederholen, und zwar in der richtigen Intonation. Also die Schwaben sind dafür bekannt, dass sie sehr zurückhaltend sind, andere Menschen zu loben. Er hat das immer zur richtigen Zeit und zwar sehr überzeugend und ehrlich gemeint. Für ihn ist die Aussage, der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht die übliche Floskel, die man immer wieder hört. Und es spielte für ihn auch keine Rolle, welchen akademischen Grad oder gesellschaftlichen Stand sein Gegenüber hat. Er redete mit dem Arbeiter in der Werkstatt genauso offen und herzlich wie im nächsten Moment mit der Bundeskanzlerin, mit dem Ergebnis, dass beide durch seine motivierende Art nach dem Gespräch tatsächlich seine Ratschläge in ihr weiteres Handeln einbezogen. Ich erinnere mich an ein Bild, wo man Hans-Jörg Bullinger mitten in der Wüste mit einem Telefon stehen sieht. Da hat er gerade mit der Bundeskanzlerin telefoniert. Und ich vermute, sie hat anschließend seine Worte in ihrem Herzen bewegt. Bei all diesen Dingen kommt ihm seine Fähigkeit zugute, sehr genau und geduldig
zuhören zu können, gerade bei seinen zahlreichen oder zahllosen Projekten mit kleinen und mittelständischen Unternehmen war das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, denn es half ihm herauszufinden, wo es den Kooperationspartner wirklich, wo der Schuh drückt. Seine Berufserfahrung, er hat nämlich vor seiner akademischen Karriere eine ordentliche Ausbildung als Betriebsschlosser erfolgreich absolviert und dann als Betriebsmechaniker 2 Jahre gearbeitet, machte ihn zu einem kompetenten Ansprechpartner auch in der Fabrikhalle und wurde auch dort von den Facharbeitern anerkannt und geschätzt. Das ist nicht bei jedem Professor der Fall. Sein Lebensmotto lautet ganz kurz SNS. Das steht nicht nur für die internationale Bezeichnung Swabian National Strategy, sondern das steht für Schaffer, nicht Schwätze. Dieses Motto hatte er auch als Präsident der Fraunhofer Gesellschaft verinnerlicht. Er hat nicht nur repräsentiert, sondern er hat als Präsident eigene Projekte vorangetrieben. Mit diesen Präsidialprojekten adressierte er folgende Themen: Wie kommt man schneller zu Innovationen? Wie lassen sich neue Technologien frühzeitig erkennen und adaptieren? Oder wie führt man neue Technologien erfolgreich in den Markt ein? Und wie sehen dann die entsprechenden Geschäftsmodelle aus, damit das Ganze erfolgreich wird? Und damit das Ganze nicht nur ein theoretischer Exkurs ist, gab es eine Vision, an der die Dinge auch immer wieder gespiegelt wurden. Es war die Vision der Morgenstadt. Die Stadt, die wir uns vorstellen müssen, wenn wir in die Zukunft blicken. Werden weiterhin Menschen dazu tendieren, in die Ballungszentren zu kommen und sich dort zu konzentrieren? Wie sehen unsere Häuser und Wohnungen in 20, in 50 Jahren aus? Wie muss eine solche Stadt von der Versorgung, sei es jetzt Energie oder Waren, gestaltet werden? Wie sieht das mit der Mobilität aus? Eine ganze Reihe von Fragen, an denen aber gerade diese Fragen nach neuen Innovationen sehr konkret verifiziert werden können. Da seine Persönlichkeit, wie Hans-Jörg Bullinger, für seine Erfolge geehrt wird, ist eigentlich selbstverständlich. Extrem beeindruckend ist aber die Zahl von Ehrungen sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Wirtschaft und Politik. Das sind Listen von mehreren DIN A4 Seiten. Allein um die hier vorzustellen, würde ich diesen Abend total aus den Fugen bringen. Wenn man jetzt einmal nur die Zahl seiner akademischen Ehrentitel nehmen würde, dann ist das bereits ein Grund, die eine oder andere Adressdatenbank an die Grenze ihrer Möglichkeiten zu bringen. Ich verweise aus Zeitgründen hier nochmal auf das Programm. Ich würde gerne noch ein paar persönliche Erlebnisse einbringen. Ich habe ihn nämlich bereits als Institutsleiter Kollegen und später dann als Präsidenten kennengelernt und schätzen gelernt. Von Anfang an war mir seine offene und direkte Art und sein ganz besonderer Humor sehr sympathisch. Er ist ein guter Verhandlungspartner, manchmal auch ein harter, und man kann sich aber absolut auf das Wort verlassen, das er einem dann gegeben hat. Auf einer gemeinsamen Dienstreise in den Iran hat mich sein Einfühlungsvermögen in andere Kulturen beeindruckt und es gab natürlich auch dann die Zeit und Gelegenheit, ihn persönlich näher kennenzulernen. Der liebevolle Umgang mit seiner Frau, mit der er seit 48 Jahren glücklich verheiratet ist, und der liebevolle Umgang zwischen ihm und seinen Kindern, Angelika, drückt eine Harmonie aus, die sicher eine wichtige Basis für seinen beruflichen Erfolg ist. Schließlich gilt für ihn auch die Umkehrung der Lebensweisheit: Wer keine Tiere mag, mag auch keine Menschen.
Inzwischen gibt es nämlich in der Familie Bullinger den vierten Berner Sennenhund, der sich als treuer Begleiter immer auf das Herrchen freut. Als man erstmalig die Klingeltöne beim Mobiltelefon freigestalten konnte, hat das Handy von Hans-Jörg Bullinger nicht geklingelt, sondern es hat gebellt. Lieber Hans, ich gratuliere dir und deiner Familie ganz herzlich zu dieser herausragenden Lebensbilanz und zur heutigen Auszeichnung deines Lebenswerks mit dem Schöller Ehrenpreis des Ehrenfellow durch das Dr. Theo und Friedel Schöller Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft. Darf ich dich bitten, auf die Bühne zu kommen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen nicht befürchten, dass ich Ihnen jetzt ein Forschungsprogramm vorstelle. Aber ich darf zunächst einmal sagen, dass ich ausgesprochen beeindruckt war von dem, was ich aufnehmen durfte, was an Forschungen hier geleistet wird. Ich hatte ja Gelegenheit, vor gar nicht allzu langer Zeit hier auch einmal vortragen zu dürfen. Und wenn ich in die Runde schaue, darf ich schon sagen, in Ihrem Kreis. Und es ging mir damals ganz genauso. Ich habe ein ganz kleines bisschen Sie beneidet hier in Nürnberg, dass Sie diese Möglichkeit haben. Aber wenn man dann sieht, was daraus entsteht, ist es schön, das auch mit beobachten zu dürfen. Ich habe gute Verbindungen zu Nürnberg gehabt. Das haben Sie an der Detailtreue des Vortrages von Herrn Professor Gehäuser gesehen. Und habe deshalb auch aus verschiedenen Quellen, auch von Fachkollegen und Fachkolleginnen, die ich kenne, auch außerhalb Fraunhofer ja immer so mitbekommen, was hier passiert, auch dadurch, dass meine Tochter länger hier gearbeitet hat. Und ich denke, dass hier ein sehr, sehr guter Geist herrscht, ähnlich wie wir es auch immer versucht haben bei Fraunhofer, die Verbindung zu schaffen in relevanter Forschung. Ich war ganz glücklich, dass Sie das heute so betont haben, weil mir das auch immer ein Anliegen war. Wir machen immer so die Unterscheidung, was ist manchmal wichtiger, die Grundlagen, angewandte Forschung. Natürlich braucht man beides, wie wir alle wissen. Relevant muss die Forschung sein. Das, glaube ich, ist ein besonderes Thema. Ich darf mich also ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die innerhalb der Stiftung mit dieser Preisvergabe zu tun haben. Als ich erwähnte das vorher, hier vortragen durfte, durfte ich zumindest die Frau Schöller noch begrüßen. Da war sie noch hier und habe einen persönlichen Eindruck mitgenommen. Und es hat mich sehr bewegt, was Sie heute Abend alles gesagt haben, was aber auch Kollege Mittelstraß in dem kurzen Film gesagt hat, dass es schön ist, dass wir in der Gesellschaft Menschen haben, die sich in dieser Weise engagieren. Also insofern wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit in der Schöller Stiftung. Herr Professor Gehäuser hat es erwähnt, dass wir uns selber ja auch mit dem Innovationsgeschehen auseinandersetzen, natürlich für die Wirtschaft, wo wir ja den Auftrag haben, das zu tun. Aber Sie alle kennen das Sprichwort vom Schuster und den schlechtesten Schuhen. Das, was wir an Innovationstheorie entwickeln, das sind wir ja zusammen in der Science Community zunächst und zuvörderst der Ansprechpartner, um das auch bei uns voranzubringen. Und was wir bei uns festgestellt haben, vielleicht sind Sie ja da einen Schritt weiter, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind in Deutschland, was Innovation und Innovationsforschung, um in Produkte zu entwickeln, physische Produkte zu entwickeln, bei uns ganz gut aufgestellt ist. Herr Gehäuser hat auf den MP3-Standard verwiesen, der ja mit die Ursache ist, dass hier das größte Institut
das größte Institutskonglomerat, muss man schon zwischenzeitlich dazu sagen, in der Metropolregion Nürnberg. Es ist ja nicht nur am Hauptstandort so, dass das Institut wirkt. Dort wurde dieser Standard ja entwickelt. Und wenn man Produkte daraus sieht, wie wir sie alle in der Tasche haben, kann man sehr schön dran zeigen, dass offensichtlich die Innovation ins Produkt nicht reicht. Wir haben in Deutschland die letzte Mobilfunkfertigung aufgegeben in Bochum, weil wir sagten ja, Mobiltelefon kann man bei den Lohnkosten, die wir hier haben, nicht mehr in Deutschland fertigen. Und unsere Freunde von Apple, die noch nie ein gescheites Telefon gebaut haben, haben zur gleichen Zeit ein neues Telefon auf den Markt gebracht und die Menschen haben auf der Straße übernachtet, um das Gerät zu bekommen. Was wir gelernt haben, ist, dass es ganz offensichtlich nicht ausreicht, nur die Innovation ins Produkt zu haben, dass wir auch die Innovation in die mit dem Produkt verbundenen Services brauchen. Und das dritte Thema, auch dazu haben wir gearbeitet, wie wir ja im Austausch wissen. Ich sehe Kollegen Reichwald hier, mit dem wir vor Jahren die Dienstleistungsoffensive im Ganzen eröffnen durften hier in Deutschland. Das dritte, was uns sehr am Herzen liegt und wo es dann fast noch ein bisschen schwieriger wird und insbesondere der intensiven Zusammenarbeit mit den Betriebswirtschaftlern bedarf, ich selber komme ja mehr aus der technischen Ecke, da geht es um die neuen Geschäftsmodelle, die damit verbunden sind. Er sprach den Handyton an, wo es bellt. Ich war kürzlich auch in einem Meeting mit ein paar Unternehmern und da schellte auch einem sein Telefon. Wir kamen dann auf die Töne zu sprechen und ich berichtete eben, was Sie auch wissen, dass der Markt in Euro oder Dollar für diese Töne, die Sie kaufen können, fast gleich groß ist wie der Markt, der durch den Verkauf der Geräte entsteht. Und die Unternehmer, die meistens so in meinem Alter, ließen mich dann wissen und sagte, weißt du, wir sind es nicht, die die Töne kaufen. Man sagte, das kann ja sein, aber außer euch muss noch aber andere Kunden geben auf dieser Welt. Ich glaube, wenn uns das gelingt, an diesen Grenzen zu forschen und integriertere Ansätze zu bringen zu unseren guten Produkten, die passenden Services und die überlegenen Geschäftsmodelle, dann denke ich, dass wir erstens ganz interessante Forschungsaufgaben haben, aber dass wir auch einen enormen Beitrag leisten für unsere Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Denn wenn wir ganz nüchtern und mit ein bisschen Abstand drauf schauen, was wir tun, dann in der Forschung, dann transformieren wir Geld in Wissen. Und wenn man uns mehr Geld gibt, kann man sich erstens darauf verlassen, dass man es ausgeben, aber zweitens auch, dass wir mehr Wissen schaffen. Aber eine Gesellschaft kann eigentlich damit nicht zufrieden sein. Aus diesem Wissen muss über Innovationen wieder Geld gemacht werden. Und das habe ich so verstanden in vielen Forschungsarbeiten von Kolleginnen und Kollegen, die ich hier kenne, aber ja auch als einen Ansatz. Sie haben es auch erwähnt, Herr Beckstein, was die Stiftung vorantreiben will, dass an dieser Nahtstelle ein Beitrag geleistet wird, diesen Kreis zu schließen. Am Ende muss natürlich die verkaufsfähige Innovation im Unternehmen geleistet werden. Also noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese große Auszeichnung. Und Herr Gerhäuser hat auch meine liebe Frau erwähnt, was sie überhaupt nicht mag, ist, wenn man dann erzählt, dass hinter einem starken Mann eine starke Frau oder wie auch immer steht. Aber dieser Tage habe ich von amerikanischen Freunden ganz netten Spruch gehört, die machen es ganz kurz, die sagen, good wife, good life. Thank you.